Ich denke, das Einzigartige an Mountainbike in Deutschland, dass es sehr kompliziert ist, im Gegensatz zu anderen Ländern Mountainbike zu fahren, weil man für alles Regeln und Ausnahmen braucht und es nicht leicht ist, Trails zu bauen und zu finden, wo man fahren darf. Freiburg bietet alles an, was zumindest, wenn man hier aufwächst, einen begehrt, sei es von der Natur, sei es von Hobbys, Vereinen. Es bietet jede Möglichkeit, jeden Sport zu betreiben. Also es ist eine große Stadt, aber trotzdem keine Großstadt. Und wir haben hier eine super Ausgangssituation mit dem Schwarzwald, wo wir auch wirklich hohe Berge haben, nicht so wie in anderen Regionen in Deutschland. Und wir haben eine super Community hier, die alle Bock aufs Fahrradfahren haben. Und das macht's aus. Der Club hat viel gebracht in Freiburg, was legale Trails angeht, was den Mountainbike weiterbringt, vor allem in Deutschland und auch vor allem in Freiburg natürlich. Weil wir gemerkt haben, dass ein Verein viel legalisieren kann und viel Einfluss auf eine Region haben kann und Menschen zusammenbringen kann. Und dadurch kann man viel bewegen. Und vor allem hat es uns Jungen auch viel gebracht, weil wir irgendwo hin konnten, wo wir uns getroffen haben. Und das gab es vorher so im Mountainbiken nicht wirklich, dass man einen Verein hatte mit Jugendtraining, mit allem drum. Und wir haben sehr viel Reisen gemacht im Jugendtraining, was sehr unüblich ist dafür, was natürlich für uns Jungen mega cool war damals. Die Motivation, das Kinder- und Jugendtraining zu starten, war eigentlich Kürzarten, muss man sagen. Kürzarten gibt es das Lexwehr-Team, die sehr gute Cross-Country-Fahrer hervorgebracht haben. Und das war ein bisschen so das Vorbild. Und wir wollten es ähnlich machen, nur eben mit dem Fokus mehr aufs Bergabfahren. Ein bisschen Spaß betont da noch. Und deswegen haben wir uns zu fünf damals hingesetzt und haben gesagt, hey, wir sind jetzt so ein großer Verein, wir haben Strecken, die wir legal befahren dürfen. Wir müssen auch für die Kinder und Jugendlichen was anbieten. Durchs Mountainbiken habe ich so viele coole Erfahrungen gemacht. Ich bin viel rumgereist, ich habe mega viele coole Leute kennengelernt von überall auf der Welt. Und allein deswegen finde ich es wichtig, dass man das den Jungen mitgibt, dass die da offen auf die Welt zugehen und eben, dass das Mountainbike wie so ein Türöffner ein bisschen ist, um loszuziehen und seine Erfahrungen zu machen. Und der Sport dann eigentlich nur ein bisschen fast schon in den Hintergrund tritt. Aber ja, das Mountainbiken verbindet eben die Menschen. Egal, ob man aus Deutschland, Frankreich, England oder Afrika kommt. Völlig wurscht. Ja, ich glaube, für jüngere Generationen ist das mega, was gerade passiert, weil Mountainbiken immer größer wird und immer relevanter wird einfach für viele Leute. Und da wird dann auch der Staat irgendwann darauf aufmerksam und dann, das wird auf jeden Fall alles nochmal viel cooler und ich glaube auch für die nächste Generation auch alles ein bisschen entspannter hoffentlich. Ich glaube, das Mountainbiken entwickelt sich echt positiv, weil mittlerweile angekommen ist, dass es ein Breitensport ist, dass es eben nicht nur junge, verrückte Wilde sind, die quer durch den Wald fahren, sondern dass vom 3-4-Jährigen im Laufrad bis hin zum 80-Jährigen mit dem E-Bike gefahren wird. Und die Leute müssen sich eh bewegen, die müssen raus in die frische Luft. Und insofern hoffe ich, dass da jetzt ein Verständnis da ist und vielleicht auch die Gesetzgebung endlich mal in Potte kommt und gerade die unsägliche 2-Meter-Regel abgeschafft wird. Wir werden immer stärker gehört. Es wird einfacher, vielleicht auch mal neue Trails dazu zu bekommen. Die Legalisierung wird einfacher, je größer die Gruppe der Interessenten und der Mountainbiker ist. Vor Corona hatten wir 1.500 Mitglieder, 1.900 Mitglieder, jetzt sind wir 2.700 Mitglieder im Verein. Es wächst extrem.
Ich glaube, hier in Freiburg sind wir vielleicht der Spot, der am weitesten schon ist. Wir sind so ein bisschen Vorzeigeregion, und überall sonst in Deutschland entwickelt es sich sehr, sehr langsam. Eine große Stadt, aber trotzdem keine Großstadt. Jeder kennt sich. Und ja, also gerade für Naturbegeisterte ist es hier das Paradies. Wir kommen schnell nach Frankreich, Österreich und Schweiz und haben hier selbst in Freiburg perfekte Bedingungen für den Natursport.